Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Low Rooms Design. Heute dreht sich das ganze Thema um den Innenraum. Damit das Ganze so aussieht, war das ein ganz schöner Weg. Und den gehen wir jetzt an. Los geht's. So, neuer Versuch jetzt nochmal mit der Kamera. Ja, im letzten Video hatte ich das ja leider ein klein bisschen verkackt, weil ich da auf jeden Fall ein bisschen was verstellt hatte. Na gut, aber jetzt bin ich auf jeden Fall schon deutlich heller. Jetzt sieht man das so, hier im Hintergrund habe ich schon mal grob angefangen zu schleifen. Hier ist leider in dem Bereich, sieht man das jetzt noch so schön. Da sind noch so Klebereste, die müssen alle rausgeschliffen werden und runtergeschliffen werden. Ich fange jetzt an erstmal mit 150, damit man da so ein bisschen Übergang reinbekommt. Auch gerade hier in den Bereichen, wo die Bitumenmatten und sowas noch sitzen, oder saßen besser gesagt, um die Klebereste vernünftig zu entfernen. Ich bin noch fast am Munkeln, ob ich noch eben ein bisschen vorweg mit Aceton oder sowas durchwische, damit es ein bisschen einfacher ist. Ja, hier in der Seite sieht man es ja nochmal schön. Hier konnte ich das so ein bisschen schon mal anlösen. Das ist auch so ganz komischer Bröselscheiß. Das ist hier drüben auch nochmal volle Pulle. Das löst sich so schon in einem. Das ist ziemlich kacke. Und man kann da nicht richtig gut hintergreifen und das einfach abziehen, weil das immer nur so ganz in kleinen Häppchen rausbröselt. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber naja, täglich grüßt das Murmeltier und weiter geht's. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was geschliffen. Ich mache alles soweit, ja, wie gesagt, mit 150er. Das geht auch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hoffe, man kann es so einigermaßen erkennen. Die Seite so rechts habe ich einigermaßen ready. So sieht es halt vorher aus. Das ist halt schon ziemlich kacke. So geht es halt schon einigermaßen. Jetzt muss ich mich einfach darum kümmern, um diese ganzen kleinen Brackets, sage ich mal, die noch dran sind. Die können natürlich alle rausfliegen. Die können wir dann hier über die kleinen Schweißpunkte abbohren. Sprich den kleinen und gegenüberliegend genau das gleiche. Dann sind hier noch diese kleinen, ja, Gewindeschnuffels, sage ich mal. Die können natürlich auch alle raus. Hier oben die kleinen Halterungen für die Rückbank. Die fliegen beide Seiten raus. Dann auch hier der kleine Gewindezossen, der hier, wo noch die Tülle, sag ich mal, hier oben zu ist, fliegt natürlich auch raus. Und so zieht sich das, sag ich mal, durchs ganze Auto, dass alle ganzen kleinen, ja, Gewindeschnuffel, weil die fliegen alle raus, weil die werden ja nicht mehr benötigt. Jedenfalls die, die wirklich nicht mehr benötigt werden. Bis halt auf die für die Sitzkonsolen, die müssen halt logischerweise noch erhalten bleiben, aber alles andere wollen wir möglichst schön glatt abschneiden und dann schön verschleifen, dass es nachher gut aussieht. Das betrifft zum Beispiel auch hier diese oder auch hier unten wieder, das sind die großen für die Sitze, die müssen natürlich erhalten bleiben, plus die Gewindelöcher quasi oder die Gewindeeinsätze für die Sitzkonsolen nachher, aber auch hier diese ganzen kleinen Schnuffels, sprich der da und der da, die fliegen alle raus, weg, auch nur Gewicht, also weiter geht's, schleifi schleifi. So, die Übeltäter sind raus. Einmal der Kollege, das ist nämlich der, der hier oben saß. Den habe ich schön abgebohrt über die vier Punkte. Und dann vorsichtig mit dem Meißel hier rausgehebelt. Und genauso die Rücksitzbankhalter und der Schnuffel hier, den auch eben einmal fein abgebohrt und rausgekloppt. Also es geht immer weiter. Jedes Gramm zählt. So, also, Zwischenstand bricht. Hutablage ist eigentlich soweit auch schon fertig. Ich habe mal eben hier ein bisschen Gewicht gefunden. Und zwar sind das nämlich diese kleinen Schnuffels, die sonst dort sitzen. Die habe ich eben einmal abgebohrt, runtergerockt, weil brauchen wir nicht mehr. Das ist überflüssiges Gewicht. Dementsprechend fliegt das einfach alles so in eine Tonne. Schwupp. Das können wir nachher nochmal wiegen, was ich so an kleinen Haltern und sowas rausgeholt habe. Dann dämmungsmäßig Endlevel-Scheiße sind tatsächlich die von der C-Säule.
das ist einfach Endstand beschissen gewesen, die da runter zu kratzen und das jetzt alles schön zu schleifen. Ich freue mich richtig. Na gut, aber hinten, jetzt der hintere Teil ist soweit eigentlich einigermaßen ready. Gut, hier unten ist jetzt wieder ein bisschen Dreck. Aber sonst ist die Rückbank auch schon fast fertig. Nochmal eben einen kleinen Finish-Bereich hier in den Ecken. Jetzt nochmal ein ganz klein bisschen was, das muss man nochmal einmal ein bisschen bearbeiten. Hinten den Radlauf, sag ich mal, im Innenbereich muss noch gemacht werden. Und dann werde ich mich, glaube ich, jetzt langsam aber sicher dem verkackten Dach widmen. Da habe ich schon mal den anderen Rest runtergepoolt, weil so ein paar Sachen getestet. Aber ja, das wird auf jeden Fall noch richtig spaßig und richtig spannend, aber eigentlich würde ich ganz gerne so den hinteren Teil vom Auto heute gerne fertig haben wollen. Ja, ich denke mal, dass der Kofferraum, dass ich den erst nochmal ein bisschen auslasse, weil der sieht ja bekanntermaßen so aus, das hatte ich ja schon mal ein bisschen gezeigt, dass es nicht so prickelnd ist. Allerdings ist das ein Bereich, den wir jetzt auch nicht sofort sehen. Kann man vielleicht auch noch ein bisschen später machen, weil die Zeit halt langsam auch so ein bisschen drängt und es noch echt ein bisschen Arbeit ist. Aber nach Möglichkeit, klar, will ich das auch irgendwie mit durchkriegen, dass gleich alles in einem fertig gemacht wird. Ja, aber so viel schon mal dazu. Es geht stetig weiter. Es ist jetzt der, ja, ich sag mal, reelle Tag. Es ist jetzt so der zweite, zweieinhalb Tage sind da jetzt schon ungefähr drin, sag ich mal, an Schleifarbeit. Oder der zweite Tag ist, sag ich mal, voll angebrochen. Aber weiter geht's. Hilft nichts. Schleifen, schleifen, schleifen. Muss schick aussehen. Also, let's go. So, Kofferraum. Ja, ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ich das ein bisschen später mache, aber irgendwie habe ich ein bisschen angefangen und es geht. Gar nicht so mega schlimm. Ihr habt ja gerade schon gesehen, die Rückleuchten waren eingeklebt, ziemlich kacke oben. Heckblech müssen wir auf jeden Fall nochmal tauschen, aber das wird erstmal eben provisorisch wieder, ja, ich sag mal, ein bisschen geflickt. Da kommen wir später zu, dass wir das nachher mal richtig schön in Stand setzen, weil am Heckblech muss auch ein, zwei kleine Arbeiten gemacht werden. Dann wird wahrscheinlich nochmal ein neues Heckblech herkommen, vielleicht dann komplett rein oder teilweise, je nachdem. Aber das werde ich soweit erstmal nur wieder ein bisschen in Form bringen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Man kann es einigermaßen gut runterschleifen, diesen komischen Mörtelkram. Ich weiß echt nicht, was es ist. Keine Ahnung, irgendwie so gefühlt sandig ist, also das hat so eine sandige Konsistenz. Naja, egal, jetzt geht's an die Reserveradmulde, weil auch die soll natürlich rausfliegen. Dementsprechend habe ich jetzt noch soweit einmal ein bisschen oben die Kante abgeschliffen, damit man die ganzen Schweißpunkte sieht, weil Gewicht ist Gewicht, muss raus. Da kommt nur eine Platte rein und dann glücklich sein. Also, Platte raus. Nochmal eine kleine Zwischenmeldung, und zwar, wie findet man eigentlich Schweißpunkte? Ich weiß nicht, diejenigen, die es vielleicht noch nicht gemacht haben, so kann man sie besser sehen, weil jetzt, ich hatte es ja gerade schon mal ein bisschen angefangen abzubohren, das waren die Schweißpunkte, die man so schon sehen konnte, selbst auch in der Versiegelung, sage ich mal. Vielleicht habe ich nicht ganz alle getroffen, das muss ich gleich mal einmal weiterhin alles freilegen, damit es nachher auch wieder dann frisch versiegelt werden kann und gegen Rost und sowas geschützt werden kann mit EP. Aber nichtsdestotrotz, wie sehe ich eigentlich diese wie sieht man eigentlich die schönen Schweißpunkte? Ich habe jetzt einmal mit der Drahtbürste, also sprich mit der Flex, mit so einem Aufsatz hier, habe ich es einfach mal jetzt ein bisschen eben freigeschliffen und jetzt sieht man es eigentlich optimal. Und zwar sieht man es jetzt hier so, diese ganzen Punkte, das was da jetzt alles ersichtlich ist, dieser Punkt, der Punkt, der Punkt, der Punkt, der Punkt, der Punkt und so weiter und so fort. Und so geht das einmal hier, da hinten sieht man es auch noch, die konnte ich jetzt noch nicht sehen, deswegen haben sie freigelegt. All diese ganzen Punkte müssen dann ausgetrennt werden und dann muss eben einmal der Kit, sage ich mal, so ein bisschen freigeschliffen werden und dann haben wir die Möglichkeit, nachher die Reserveradmulde dann rauszunehmen und ja, vorsichtig dann auszutrennen, sage ich mal, weil da soll dann nachher ja, wenn wir das Blech nach Möglichkeit nicht so viel verbiegen, damit wir dann dort wieder richtig schön eine gerade Platte, sage ich mal, einsetzen können. Vielleicht mit einer kleinen Kreuzkantung, damit das nicht so ein Wabbelblech wird. Da müssen wir nochmal gucken, was wir da am schlauesten machen. Aber dazu auf jeden Fall mehr. So viel mal eben als Zwischenstand. Weiter geht's.
So, liebe Leute, also ich war jetzt, ich glaube, den vierten Tag fleißig. Mittlerweile kann ich das Ganze ganz schön sehen lassen. Ist auch schon wieder dunkel langsam draußen. Also ich zeige euch das nochmal eben schnell, wie das jetzt aussieht. Ich habe ein, zwei Stellen schon mal grundiert, die ich morgen noch ein bisschen versiegeln muss. Aber soweit im Großen und Ganzen ist der Innenraum, bis auf so ein paar Ecken und Kanten, die ich dann noch morgen eben per Hand schleifen werde, soweit ready. Ja, wie gesagt, noch eben kleine Versiegelungsarbeiten und Co. Aber so sieht das Ganze jetzt bisher aus. Und zwar, das ist soweit hier der Fußraum. Da habe ich schon mal eben so ein paar kleine Rostpickelchen, sage ich mal, noch mal eben so ein bisschen platt geschliffen. Die gucke ich, ob ich die eventuell noch leicht spachtel. Ich denke aber mal fast nicht. Ja, nach hinten hin soweit auch. Alles soweit Taco. Dass das schick schön ist, hier die Ecken und Kanten, die muss ich halt nochmal per Hand und mit Schleifvlies bearbeiten. Aber soweit ist das eigentlich alles recht gut. Die Handbremse fliegt dann raus, dann muss ich darum zuschleifen. Ja, den Schalthebel, den werde ich wahrscheinlich auch noch eben einmal rausschmeißen. Aber sonst, wie gesagt, hier ist soweit alles einigermaßen durch. Ja, das Schlimmste waren eigentlich hier die C-Säulenabdeckung. Die Verkleidungen, die da drauf saßen, die waren alle geklebt mit so einem Scheiß. Da sieht man es noch in der Ecke, also diesen Grisselkram da unten, sag ich mal. Das abzubekommen war der absolute Tod. Ja, das Dach habe ich jetzt soweit geschliffen. Das sieht eigentlich auch jetzt echt akzeptabel aus. Klar, der Rost, der drinnen sitzt, den kann man nicht mehr, ich sag mal, wegbekommen. Hier das Graue, das ist schon einmal mein kleiner, ja, Spotprimer-Füller, sag ich mal, den ich vorweg eben einmal auftragen will. Habe jetzt soweit nach Möglichkeit alles recht gut sauber. Da die kleinen Ecken und Kanten, die werde ich morgen nochmal eben ein bisschen mit einem kleinen Dremelaufsatz und Drahtbürstenaufsatz noch einmal so gut es geht blank machen. Bis dato habe ich schon alles einigermaßen ready. Das sind halt jetzt erstmal die schlimmen Stellen, die ich da grundiert habe. Ja, im Heckbereich hatte ich gerade ja schon mal gezeigt, habe ich schon mal angefangen, die Löcher so weit abzubohren. Dann muss ich dann mal eben weitermachen. Allerdings muss ich jetzt auch zusehen, dass ich den Innenraum einigermaßen fertig bekomme. Ja, aber ich möchte eigentlich gern doch das hinbekommen, dass ich das irgendwie schaffe, vorne und den Kofferraum, sage ich mal, in eins durchzulackieren. Deswegen habe ich jetzt soweit auch nochmal das Kabel rausgezogen von den Rückleuchten und Co. Also Rückleuchten sind ja rausgeflogen, habt ihr auch schon gesehen. Die waren super geil eingeklebt, ey, oh, habe ich gekotzt. Ja, aber Heckblech muss auf jeden Fall auch nochmal was passieren. Das aber später, das werde ich nur erstmal wieder provisorisch, ich sag mal, ja, herrichten, sage ich mal, dass es erstmal geht. Ja, Innenraum, wie gesagt, ist sonst soweit eigentlich, ich finde, recht gut durch. Also alles Taco durchgeschliffen, kann morgen grundiert werden. Nochmal ein, zwei Kleinigkeiten halt versiegeln, wie schon erwähnt. Dann werde ich mal eben nach dem Schiebedach schauen. Das steht da hinten schon. Das wollte ich ja ganz gerne dann eben einmal einpassen und mal eben schauen, wie das soweit vom Sitz her ist. Ja, also von daher, es ist und bleibt spannend. Es ist echt eine Menge Arbeit und echt Scheißarbeit. Aber ich glaube im Endeffekt nachher, wenn alles schön fein weiß durchlackiert ist, lohnt es sich richtig. Ja, so viel schon mal dazu. Morgen mehr. So, ja, eine wichtige Situation, leider gerade nicht mitgefilmt, weil das so schnell ging. Und zwar haben wir schon eben einmal den Käfig Probe gesteckt. Da machen wir euch jetzt mal eben schnell das Bild eben rein. Der ganze Griffel hier, gut, das ist Domstrebe, das kommt später, aber das haben wir eben einmal eingepasst und mal eben einmal, ja, die ersten Kratzer reingemacht, wie ja nicht anders zu erwarten, aber nur mal eben, dass es soweit passt und wie wir das nachher dann, ich sag mal, im lackierten Zustand dann reindrehen wollen, das ist alles ein bisschen tricky, ich sag mal, der hintere Teil ist gar nicht so schlimm, der vordere Teil, also sprich der große Bügel, wo ist er denn jetzt? Da, der große. Der ist wirklich schwer reinzubekommen. Das haben wir jetzt dann durch die Fahrertür gemacht und dann aus der Windschutzscheibe quasi wieder raus. Und das hat recht gut funktioniert. Jetzt habe ich gerade eben noch einmal ein bisschen kleine Versiegelungsarbeiten gemacht. Ersten Ecken, ich sag mal, die so ein bisschen tricky waren, schon mal eben grundiert. Warte mal, ich hole mal eben die kleine Lampe raus hier. So, da sieht man da schon mal eben die Ecken und Kanten, die ich dann ein bisschen freigelegt habe, habe ich dann eben einmal wieder schon mal grundiert, versiegelt. Da habe ich auch nochmal eben, wie das da oben alles freigelegt hatte, eben ein bisschen versiegelt. Dann die Wasserstopfen eben einmal wieder neu versiegelt. Hinten die Ecken, die wir geschweißt haben, noch einmal schöner nachgezogen. So sieht man das dann eben ein bisschen besser. Da
dass es eben einmal dann vernünftig ist. Ja, genau, sonst soweit passt es ganz gut. Da hinten war noch eine kleine Naht eben offen, das habe ich auch noch einmal grundiert, entrostet, versiegelt, dass es soweit einigermaßen Taco ist. Das Dach ist jetzt einigermaßen ready grundiert, das ist noch ein klein bisschen fleckig, weil das noch nicht ganz abgetrocknet ist. Das sieht soweit auch wieder sehr akzeptabel aus. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich eventuell die Kante noch ein bisschen versiegel. Wir haben auch schon einmal den Schiebedacheinsatz reingehalten, aber da müssen wir wahrscheinlich noch einmal was hier von der Moment, so von der äußeren Kante abnehmen. Also sprich das ganze Blech. Upsala. Ne? Also so nochmal unten ein bisschen kürzen, ein bisschen abschneiden. Sprich so wie diese Kante, na, kriegen wir da noch scharf hier. Also auf jeden Fall diese Kante hier, Moment, so, hier ist sie halt deutlich schmaler, sprich so. Na, jetzt stellt er nicht scharf wie der Bock. So, jetzt aber. Also sprich, diese Kante hier ist deutlich schmaler als die hier drüben. Dementsprechend müssen wir das hier nochmal eben ein bisschen beschneiden. Wieder jetzt hat er den. Also sprich, diese Kante müssen wir dann nochmal von unten ein klein bisschen kürzen. Und das geht eigentlich so rundherum. Ich sag mal, hier die Ecke sieht man es. So ist nachher der Sollbereich. Das muss rundherum einmal so beschnitten werden. Und wenn wir das soweit haben, kann der Dacheinsatz eigentlich auch reinkommen. Aber ich glaube, ich werde das alles soweit vorbereiten, soweit anpassen. Aber final einsetzen werde ich ihn erst dann, wenn der Innenraum fertig durchlackiert ist. Und auch der Käfig sitzt. Wir hatten das gerade schon einmal getestet. Das funktioniert auch so. Also man kann ihn dann auch immer noch vernünftig einsetzen. Ja, aber ich muss gestehen, heftig viel Arbeit. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile Tag Nummer 5 oder sowas, den ich jetzt nur mit dem Schleifen im Innenraum verbracht habe. Ich habe noch schön meine Versiegelung hier in Edding eingeschmissen. Gut gemacht, Windelt. Das läuft. Da kann ich gleich nochmal einmal schön nachziehen. Ja, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche. Ja, und dank der Ausgangssperre ist nun schon wieder Schluss. Also, dann geht's weiter. Moin Leute, neuer Tag, neues Glück, wa? Jo, Innenraum, wie gehabt, schon mal ein paar Ecken grundiert und noch so ein bisschen was war, auch verkittet. Alles so bei komplett tutti kompletti. Dach ist jetzt zweiter Gang grundiert. Jetzt muss ich nochmal einmal schauen, dass das Schiebedach eingepasst wird. Darum werde ich mich heute kümmern. Dann Kofferraum habe ich auch schon mal angefangen. Die Reserveradmulde ist rausgeflogen. Die Platte ist jetzt auch schon da. So soll das Ganze nachher aussehen. Die werde ich gleich einmal einsetzen, dass das alles tutti kompletti ist. Ich werde sie aber wohl nur einkleben. Wir müssen dann mal schauen, weil es geht jetzt gar nicht unbedingt nur um das Gewicht. Wir könnten, apropos Gewicht, wir können die gleich mal einmal schnell wiegen. Ich hatte die Waage auch schon gerade ausgepackt. Was man damit sparen würde, wenn man jetzt nur eine Platte reinmacht, anstatt die Reserveradmulde, also sprich die Mulde raus, Platte rein. Wir haben uns jetzt aber doch für 2 mm Stahl entschieden. Da das einfach dann ein bisschen flexibler ist, was, ja, nee, flexibel ist verkehrt, das ist Quatsch, also streich das. Nee, die ist einfach stabiler. Nicht, dass sie so ganz wubbelig ist und immer so durchschwingt und sowas, deswegen wollten wir keinen Millimeter nehmen. Da hätte man noch ein Blech oder sowas drunter setzen müssen oder einen Winkel. Ja, deswegen einmal das Ganze dann so mit der Platte. Wie gesagt, so sieht das ganze Thema denn aus. Und dann wollen wir eigentlich heute zusehen, dass alles vorbereitet wird. Das Dach schon mal lackieren. Leider fehlt der zweite Rutsch der Farbe und das ganze Abdeckpapier, was ich mal bestellt hatte, um das vernünftig abzukleben. Das ist natürlich ein bisschen ätzend, aber gut, muss man sich mit arrangieren. Ne? Sonst ist soweit eigentlich alles vorbereitet dafür. Also mal eben einmal schnell wiegen, was die Scheiße wiegt. So, also, das ist einmal die Platte. Oha. 5,7 Kilo. Das ist jetzt 2 mm Stahl, die da hinten reinkommen. Und damit gewinnen wir genau nichts. Weil das ist jetzt einmal die Mulde. 4,8 Kilo. Also kann man schon fast sagen, 1 Kilo hinten wieder mehr drin. Aber es ist für mich einfach flexibler und praktischer, wenn ich hinten das alles plan habe, weil dann soll da nachher so ein kleines, ja, Helmfach, sag ich mal, dort aufgesetzt werden, wo man den Helm und sowas eben reinpacken kann, ein paar Utensilien, dass es nicht im Innenraum großartig durch die Gegend fliegt. Ja, also von daher ist das alles schon ganz gut. Gegebenenfalls, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, müssen wir eh mal schauen, ob wir nicht vielleicht gar hinten, um eine bessere Gewichtsbalance zu bekommen, weil ja jetzt nur vorne der ganze Motor ist und hinten ist so gesehen nichts mehr, bis halt auf den Teil vom Käfig, ob wir nicht vielleicht gar späteren Zeitpunkt noch mit Zusatzgewicht arbeiten auf der Hinterachse, weil der sonst einfach zu leicht wird und dadurch
schlecht Traktion aufbauen kann. Oder auch Grip. Ja, aber das werden wir dann alles so nach und nach erproben und das wird wahrscheinlich dann später nochmal Thema werden. Also, schleifen! So, neuer Zwischenstand. Ja, Schiebedach habe ich soweit mal eingepasst, beziehungsweise, ich sag mal, die Kante, was ich ja erzählt hatte, habe ich rundherum eben ein bisschen bearbeitet, dass sie eben ein bisschen flacher wird und dann kann ich das nachher nach oben hin ausrichten, dass man nachher, weiß ich, einen kleinen Überstand macht über Klötzer oder sowas und dann das Schiebedach einzukleben. Ja, jetzt geht es eigentlich so weit drum, dass man sagt, ja, Moment, was sagt man denn überhaupt? Ja, eigentlich erstmal, dass ich noch ein paar kleine Stellen gespachtelt habe vorweg. So ein bisschen Kleinigkeiten, ein paar Löcher und beziehungsweise keine Löcher, aber ja, so Sicken, die man, weiß nicht, nachher vielleicht ein bisschen unschöner sind, die habe ich mal eben einmal ein bisschen bearbeitet noch so, was mir direkt aufgefallen ist. Die Reserveradmulde habe ich jetzt auch mittlerweile, oder die neue Platte, sage ich mal, habe ich auch schon eingeklebt, von oben unten grundiert. Also die vom Blech, habe erst das Blech eben wieder gerichtet, dann nachher auch einmal von unten abgeschmiert. Das kann ich vielleicht auch mal eben kurz zeigen. So sieht das Ganze jetzt aus. Also rundherum eben einmal schön, schön verkittet. Da kommt dann auch einmal eben wieder Unterbodenschutz und sowas drauf, damit das nachher dann einmal, ja, wieder vernünftig ist. Ja, sonst ist meiner Meinung nach soweit eigentlich alles schon fast ready. Achso, das Heckblech. Ja, fummel ich gerade so ein bisschen wieder erstmal in Form. Wie gesagt, das wird jetzt einfach nur ein bisschen, ja, provisorisch, sage ich mal, wieder instand gesetzt, dass es erstmal einmal geht. Da kommt ein bisschen Farbe drüber und dann kann man das späteren Zeitpunkt das noch einmal bearbeiten. Oder nochmal ein neues Heckblech einsetzen. Ich hatte die Lüftungs- oder Entlüftung hatte ich auch schon mal einmal raus. Da war auch noch ein bisschen Rost, das habe ich eben ein bisschen beseitigt. Ja, aber wie gesagt, jetzt eigentlich soweit mal ein bisschen vorbereiten zum Lackieren. Also die ersten Abklebearbeiten. Und dann soll es eigentlich weitergehen, dass ich dann schon mal ein bisschen Farbe aufbringen kann. Leider fehlt halt die Hälfte meiner Farbe noch, was ich bestellt habe. Das ist irgendwie immer noch nicht da und das vernünftige Abdeckpapier eigentlich auch noch nicht. Deswegen mal ein bisschen abhelfen mit Zeitung und Co. und schon mal ein bisschen anfangen, dass man vielleicht von oben nach unten schon mal größtenteils was lackieren kann und vorbereiten kann. Also Abklebearbeit. So, Zwischenstand. Und zwar, ich bin jetzt gerade dabei und wische den Innenraum soweit durch. Hab mal eben einmal alles grob fahrlässig abgeklebt. Obenrum schon mal angefangen. Eigentlich würde ich ganz gerne die Fenster und Türen und sowas dicht machen. Aber das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil, wie ja schon erwähnt, ist das Papier und so ein Kram nicht da. Muss ich mir was anderes überlegen, wie ich das hinbekomme. Ein bisschen Klebeband wird vielleicht auch noch eng, aber wird schon. Alles wird gut. Naja gut, aber auf jeden Fall will ich jetzt gleich mal eben loslegen, damit das Dach heute von innen lackiert wird. Hutablage würde ich gegebenenfalls auch schon mal mitmachen. Ich habe schon mal angefangen, das hier alles so ein bisschen zu entfetten. Laufe dann eben einmal fein mit meinen Lappen durch die Gegend. Und mache das soweit alles taco, dass da nachher so wenig Staubeinschlüsse wie möglich sind. Klar werde ich es nicht verhindern können, weil es ist halt immer noch eine Werkstatt-Garagenlackierung mit 2K-Dosen, die ich mir anmischen lassen habe. Aber soweit, ja, eigentlich denke ich mal ganz gut. Ich habe auch hier diese ganzen Falzen und sowas richtig taco eben sauber gemacht. Ja, also von daher, ich glaube, das wird schon gar nicht so schlecht werden. Ich bin gespannt, wenn dann mal gucken, wie dann die Farbe reicht morgen. Wie gesagt, eine Dose werde ich auf jeden Fall gleich schon mal eben vergallern. Und ja, was gibt es noch zu erzählen? Entfetten. Das ist halt das A und O, diese scheiß Vorarbeit. Darum dreht sich eigentlich alles, ne? Aber es ist halt auch echt ganz schön viel. Ich könnte auch ein bisschen kotzen, aber man freut sich nachher, wenn das ganze Thema fertig ist. Also von daher, weiter entfetten und dann werde ich euch gleich nochmal dazu holen, sobald ich die erste Dose anrack. Nee, vielleicht nochmal eben ein paar Ecken und Kanten grundieren. Mit so ein bisschen so einem Spotprimer von Sickens, den ich da eben drauf nagel und dann wird er schon. So, weiter geht's. So, also, Grundierung ist soweit eigentlich alles meiner Meinung nach recht gut aufgetragen. Überall so ein bisschen. Das Dach eben einmal komplett. Da, wo jetzt, ich sag mal, die vielleicht kritischen Stellen waren. Und ja, ich will, wie gesagt, nachher noch vernünftig abkleben, aber jetzt muss ich erstmal eben gucken, dass ich nochmal nur oben rum das ein klein bisschen abdecke. Und dann, wie gesagt, die erste Dose da mal durchjagt. Und mal eben gucken, wie sich das so verhält. Leider wird halt der ganze Nebel nach unten fallen, deswegen erstmal oben anfangen, also von oben nach unten arbeiten. Und ja, damit Mix It Baby, jetzt los!
So, nun ist Feierabend. Ich habe den ersten Durchgang beim Dach gemacht. Ich habe es schon wieder bereut, weil ich wieder zu fickerig war. Habe ich natürlich den Rest vom Auto noch nicht abgeklebt, so wie es eigentlich sein sollte. Sprich, dass man vernünftig so vorgeht und dann erstmal da so eine kleine Abschottung vermacht. Nein, der Windelsteer kann noch nicht abwarten. Also ja, ersten Gang jetzt soweit oben schon mal drinne. Sieht dann aus wie folgt. Soweit eigentlich gar nicht so schlecht. Hinten, jetzt erkennt man es nicht ganz so gut, das ist leider noch ein klein bisschen scheckig. Da muss ich nochmal eben einen Gang in dem oberen Teil nochmal machen, aber sonst soweit verhältnismäßig ergiebig für jetzt eine einzige Dose. Und ich glaube, dass das soweit gar nicht unbedingt schlecht aussieht nachher. Also wir gucken mal, wie gesagt, jetzt den ganzen Innenraum soweit eben hochzart vorgrundiert. Und dann werde ich mich morgen drauf stürzen, dass der Innenraum soweit, ja, soweit wie ich komme, halt lackiert wird. Ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht habe ich Glück, dass ich mit den drei jetzt noch bestehenden Dosen noch ein bisschen was schaffen kann. Ja, den Kofferraum werde ich halt erstmal dann noch auslassen. Den werde ich dann späteren Zeitpunkt noch einmal ein bisschen bearbeiten. Ich kann dann ja aber die Durchgangslöcher nach vorne hin soweit dicht kleben und mich dann dem Rest dann nochmal widmen, sobald dann die andere Farbe da ist und halt nochmal dann den Innenraum wahrscheinlich komplettieren. Ja, aber morgen nochmal ein bisschen Zeitung besorgen zum weiteren Abkleben und dann, ja, nochmal ein paar Dosen dadurch jagen. Oh, stinkt auf jeden Fall wie die Pest, aber hilft nichts. Guten Tag, neuer Tag, neues Glück. Die Karre habe ich jetzt soweit fertig abgeklebt. Einmal rundherum eben so ein bisschen betüdelt. So sieht das Ganze nämlich aus. Hinten habe ich mir das so gedacht, dass man die Hutablage vielleicht von hier aus noch lackieren kann. Und dann würde ich dann einfach eben einmal von außen das Papier runterklappen. Eben vielleicht nochmal einen kleinen Streifen, dass es nicht wegkam. Und dann ist es hinten auch dicht, dass nicht so viel mehr da rausmullt. Weil, ja, wie ihr ja gesehen habt, ich war schon wieder ein bisschen fickerig und habe schon mal obenrum angefangen zu lackieren, also das Dach von innen. Und natürlich hat sich das gleich schon wieder bezahlt gemacht. Schön natürlich Farbnebel auf der Karre an den Enden, wo man so ein bisschen rausgenebelt hat. Naja, aber so ist es mit dem jugendlichen Leichtsinn, ne? So, hier das gleiche in grün. Hier habe ich mir so einen kleinen Vorhang gebastelt, dass ich irgendwie in die Karre rein kann, um, ja, natürlich das zu lackieren, weil ohne dem ist es schwierig, da Farbe reinzukriegen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das Dach sieht gar nicht so schlecht aus, es ist leicht scheckig, aber so ist es nun fertig vorbereitet. Und jetzt würde ich sagen, geht die Lackier-Action los. Ich werde euch wahrscheinlich nicht mit reinnehmen, weil sonst mullt die Kamera zu sehr voll und das wäre ein bisschen schade. Also werdet ihr gleich das Endergebnis sehen. Bleibt gespannt. Ich hoffe, dass ich mit meinen drei Dosen ein bisschen was schaffen kann. Wie gesagt, ich werde mich so ein bisschen von oben nach unten durcharbeiten und mal gucken, was man denn so voneinander bekommt mit diesen, ja, kleinen drei Dosen. Ja, das fuckt mich ziemlich ab, dass die andere Farbe noch nicht da ist, weil ich will es endlich gerne fertig haben. Den Kofferraum habe ich erstmal, ja, unbehandelt gelassen, sage ich mal. Also, hatte ich euch schon gezeigt. Da ist halt nur die Platte drin, aber ja, soweit eigentlich auch alles vorbereitet, versiegelt und Co. Aber ja, dafür wird so oder so keineswegs die Farbe reichen. Das könnte man gegebenenfalls halt auch später nochmal machen. Ja, so viel dazu. Achso, und mal was Cooles nebenher. Ich habe die ganze Zeit Kopfhörer drin beim Vorarbeiten, weil du musst ja sowieso nicht so viel drauf achten. Und tüdelst so ein bisschen vor dich hin und keine bezahlte Werbung oder so ein Kram, aber ich finde es einfach mega cool. Und zwar höre ich über Spotify die alte Schule, die goldene Ära des Automobils. So, ziemlich cool. Für die Jungs, die so ein bisschen motorsportaffin sind und so ein bisschen auf die alte Geschichte stehen, sage ich mal, oder da ein bisschen was drüber erfahren wollen, könnt gerne mal da schauen. Wie gesagt, ist keine Bezahlung oder sowas. Ich finde es einfach nur mega geil, weil das ist so urig, Alter, wenn so alte Urgesteine darüber was erzählen. Oder auch bisher mein Favorite ist der Podcast mit Dieter Quester. Der ist E30 M3 damals gefahren und hat tatsächlich ein Rennen auf dem Dach beendet. Aber schaut selbst. Na gut, egal. So viel dazu. Karre geht jetzt stramm vorwärts. Let's go. Ja, der Lack ist getrocknet. Und ich muss sagen, ich habe es echt entstanden verkackt. Es ist richtig scheiße geworden. All die ganze Schleifarbeit, ich will nicht sagen, war umsonst, aber ja, ich war einfach viel zu fickerig und habe einfach viel zu sehr was drauf geknallt. Und dadurch fing die ganze Scheiße an zu laufen, weil ich erst dachte, ja, warum wird denn das nicht richtig schön deckend?
Ja, aber ich habe nicht einen vernünftigen Gang vorweggelegt, einen kleinen, dann eben ablüften lassen, dann nochmal neu und immer so peu à peu. Nee, Lindels, der hat erstmal gleich gesagt, alles klar, hau rauf die Scheiße. Wir können uns das Ganze ja mal angucken, weil das ist echt kacke. Also natürlich war klar, dass 4 Dosen nicht reichen für den Innenraum. Hatte ich ja schon erwähnt, dass die anderen Dosen noch nicht da sind. Die sind jetzt aber da. Aber dass das, wie gesagt, so kacke wird. Hier kann man schön erkennen, hier ist die ganze Scheiße gelaufen, hat gar nicht gedeckt, sondern lief dann halt runter, weil halt viel zu wenig Schichtstärke drauf war und dann halt das überbeschichtet war und dann runter lief. Die Ecken und Kanten auch nicht unbedingt schön. Man sieht halt auch selbst hier bei diesem ehemalig, wo so ein bisschen Kit ist, auch hier von den Nähten, deckt es auch überhaupt nicht. Da blutet das noch so ein bisschen durch. Das heißt, da muss nochmal nachher eben einmal mit dem Pad das Ganze angeraut werden und nochmal eine Schicht, weil mit einer einzigen reicht es halt definitiv nicht. Sonst oben drauf auf dem Tunnel geht es einigermaßen. Dann muss halt nochmal auch eine Schicht drüber. Aber ich sag mal, das geht in den Bereichen. Ne? So, Rücksitzbank. Kannst du ja nochmal reinluschern. Ist auch okay, ist noch ein bisschen fleckig. Da müssen wir halt auch noch eben ein oder zwei leichte Gänge drüber. Und ja, dann war auch schon dementsprechend die Farbe alle. Beifahrerfußraum, den muss ich dann eben einmal dann durchpetten, weil irgendwie muss ich ja dann in der Karre, ich sag mal, mehr oder weniger stehen. Ja, aber ich werde es auf jeden Fall jetzt nochmal, wie gesagt, durchschleifen. Dann werde ich mir hier auch irgendwie so eine Art Eingang machen, dass ich von rechts und von links reingehen kann, sag ich mal. Damit man dann nicht mehr in den Innenraum steigen muss. Und das vielleicht so ein bisschen von hier ausarbeiten kann. Ja, und das Ganze passiert jetzt im Anschluss. Da dass das schon so lang geworden ist und so viel, ja, im Umfang ist, sag ich mal, werden wir hier mal einen kleinen Break machen. Deswegen jetzt hier schon mal wieder eine Folge für euch, weil letzten Sonntag gab es ja leider auch nichts, weil das hier so Harakiri ist und Schlag auf Schlag geht. Deswegen erstmal kurzer Break und in der nächsten Folge zeigen wir euch dann aber dann das volle Armaturenbrett. Ach, Armaturenbrett, ja, da haben wir schon das nächste Thema. Da gibt es nämlich auch nochmal eine kleine Folge zu. Nee, sondern das ganze Ballett vom Innenraum, sprich mit dem Armaturenbrett wieder montiert, Käfig drinne, Sitze drinne und wahrscheinlich die Gurte auch. Und dann kommt nochmal das Schiebedach angeklebt. Vielleicht passiert all das in der nächsten Folge. Von daher vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.